Ich habe früher schon auf dem Hof bei meinen Eltern haben wir viele Tiere gehabt. Unter anderem hatten wir sogar ein Hängebauchschwein, hatten 3 Hunde, 5 Pferde, Katzen, Hühner. Und dann wusste ich eigentlich schon von klein auf an, dass ich mit Tieren gerne zusammenarbeiten möchte. Aber genau in welche Richtung wusste ich halt noch nicht. Und dann habe ich ein Praktikum absolviert im Schweinestall und bin dann auf die Tiere gestoßen. Ja, man macht viel, es ist abwechslungsreich. Und das fängt mit dem Füttern an. Man guckt auch, wie es den Ferkeln geht, wie es den Sauen geht. Dann füttern wir ganz normal. Das dauert dann halt ein bisschen, weil jeder ja etwas anderes braucht. Und dazu gehört auch, dass die Ferkel zum Beispiel einen kleinen Booster bekommen. Das ist so ein kleiner Energy Drink sozusagen für die Ferkel. Das verabreichen wir denen dann, wenn die etwas schwächer sind als die anderen, damit sie dann auch wieder ein bisschen zu Kräften kommen. Auf jeden Fall sollte man einen guten Umgang mit Tieren haben. Man sollte auf jeden Fall tierlieb sein. Man sollte Interesse daran haben. Spaß, aber auch wissen, dass es halt nicht immer einfach ist, dass man halt wirklich arbeiten muss. Und dass man auch nicht immer, keine Ahnung, so, wenn jetzt jemand sagt, um 14 Uhr ist Feierabend, dass es dann auch wirklich so ist, dass man dann halt auch wirklich mal eine halbe Stunde länger macht, weil man halt noch ein Ferkel extra füttern muss oder weil irgendwas kaputt gegangen ist. Die haben ja natürlich Langeweile und dann geht auch mal schnell was kaputt und das muss man dann auch noch mal eben fertig machen. Genauso gut kann es auch sein, dass man mal früher Feierabend bekommt. Also das gleicht sich alles sowohl als auch wieder aus. Also ich bin auf dem Betrieb aufgewachsen und ich habe schon ja von Kind an halt mit den Umgang mit Tieren gelernt und das macht mir wirklich Spaß. Ich bin gerne dabei und also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der im Büro sitzt. Man arbeitet mehr so ein Team, durch den Stall gehen, Futterkontrolle machen, dass man öfters mal zu zweit oder ja manchmal auch alleine. Natürlich es gibt mehr Männer in Landwirtschaft, aber Frauen sollten sich nicht unterkriegen lassen. Sie können das genauso gut, also ich kann auch gut Trecker fahren. Und es heißt jetzt nicht nur, weil ich eine Frau bin, kann ich das nicht, sondern ja, mit Tieren umgehen kann ich sehr gut. Ja, gerade dieser Ausbildungsberuf des Tierwirts, der wird weiterhin sehr stark nachgefragt. In den letzten Jahrzehnten haben sich gerade in Niedersachsen hochspezialisierte Betriebe der Schweine- und Geflügelhaltung entwickelt. Und die arbeiten mit großen Tierbeständen und die sind auf solche spezialisierten Fachkräfte angewiesen.